Hallo Leute, willkommen zurück zu How to vermöbeln wir gerne. Richtig! Ihr lernt es nicht. Ja. Offensichtlich nicht. Gehen wir rein. Hey, es ist ja gar nicht gar nicht. Das ist ja. Oh la la. Oh la la, mein Respekt, dass du es hierher geschafft hast, Zwotro. Ich hatte. Ich die Garten redest bitte ihr. Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Denn ein drittes Mal wird es nicht geben. Ha, ha, ha. Ich hoffe. Und da sind wir schon ein drittes Mal. Hey, es war doch der, oder? Du erinnerst dich, oder? Nein, ich hab's noch nicht vergessen. Übrigens, siehst du das, wenn du ganz kurz bevor er aufsteht. Boah. Hä? Ganz kurz bevor die Trugbilder aufstehen. Siehst du's? Du erinnerst dich an den Kampf, oder? Absolut nicht, nein. Das ist die stärkste Waffe von allen. Ah. Es ist ja ein Pseudo-Ganon-Kampf. Wenn die Tupel auftauchen, sieht man ganz kurz Ganon. Was? Oder zumindest die Farbpalette von Ganon. Ich bin mir sicher, ob es wirklich Ganon ist. Sieht man? Alles gut, du hast einen richtigen getroffen. Ich weiß. Oh! Ist es möglich? Yeah. Ey! Schubber mich nicht weg! Oh, das ist. Guck ihn die an, den Würdi. Also, auf jeden Fall sieht man kurz die Farbpalette von Ganon. Und da ist Ganon. Das ist eine Fledermaus. Ja. Ganon ist ein Vampir. Ja, fandest du das? Wieso haut er ab? Ich habe nicht gepfiffen. Doch. Natürlich hast du gepfiffen. Er fliegt Batman. Wieso ist der eine Fledermaus? I am Batman. Ja, die viel wichtigere Frage ist, was denkt sich Link dabei? Weiß ich nicht. Über irgendeine Feenquelle, glaube ich. Ich wollte nicht gerade kurz eingehen. Ist hier eine Feenquelle da unten zufällig? Oder da? Da komme ich nicht hin. Ich guck mal rein. Nein, da war die Riesenfee, oder? Halt die mich? Lady? Die Feenquelle ist. Vielleicht besser. Nicht da. Wie viel Herz hast du mal so nebenbei gefragt? Oh, okay, reicht nicht. Sonst hättest du dir da noch ein Herz abholen können. Oh, muss ja irgendwo eine Heilung sein, oder? In der Gegend. Ich muss mal 65 gut. Können wir darüber reden, dass dieser Kampf gerade eben echt solide war? Ja, warum auch? Das war echt okay. Danke. Geld. Leben. Hier ist nichts in der Nähe, oder? Das nächste ist. Wenn du da rausgehst. Runter. Rechts. Also unten ist auf jeden Fall noch rein, aber. Dann rechts raus. Ach, der Baum, oder? Nee, da ist noch eine Höhle. Da oben. Ich war nicht auch Feen drin in dem Baum oder ein anderer Baum? Entweder war das eine Feenquelle oder. Jo. Wie ich es uns gesagt habe. Oder in der Lichtwelt wäre hier eine Feenquelle gewesen. Nice. Wo geht jetzt Magie her? Brauche ich Magie überhaupt? Nö. Das ist eine Silberpfeile, das reicht. Ja, wahrscheinlich. Lass ihn weg, kommt der Held! Aus dem Weg! Halt die Fresse! Gib mir Kippe, halt die Fresse, wenn ich red! Genau. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Au! Was hat mich getroffen? Oh, danke.
Weiß ich nicht, die haben sich gedacht, aus dem Weg. Der Held ist unterwegs, ein Held darf man nicht hauen. Aus dem Weg. Gib mir Kippe, der Held ist unterwegs. Pass auf, das wird super episch. Aus dem Weg! Ah. Leg, wo rennst du denn hin? Da war ein Loch. Ah, nein. Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Strolch wie du so viel Ärger macht? Wer hätte gedacht, dass Kano so hässlich ist? Wen hast du denn Schwein genannt? Was? Oh, jetzt eine Runde. Jetzt eine Runde Haxe. Ne, wie heißt das? Schweinshaxen. Schweinshaxen. Yeah. Ich kann es nicht glauben, dass du mein zweites Ich Arganim zweimal besiegt hast. Zweites Ich? Ja, das nennt man so. Glaub mir. Okay. Stell das einfach nicht in Frage, okay? Okay, cool. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Triforce erringt so nie und nimmer. Ich hab schon ein Stück. Nein, das will ich. Doch. Nein, das will ich. Doch, hier auf der Hand. Nein, 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 nicht in dem Teil. Doch. Ich werde dich vernichten. Dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Was machst du denn mit den beiden Welten? Vereinen. Heil? Zwei Welten sind schwierig unter Kontrolle zu halten, aber eine Welt ist möglich. Ja, was willst du denn in den Welten machen? Angst und Schrecken verbreiten. Geil. Ich bin Ganon. Grund genug. Von vorne? Draufhauen? Ah, ich muss draufhauen! Silberpfeile reichen also, ja? Silberpfeile reichen. Aber noch nicht jetzt. Ja, erstmal muss ich ihn, ich weiß nicht, dreimal hauen oder so und dann... Ey, ich hab den Kampf noch nicht so oft gemacht. Nein, nein. Oh, ich weiß, ob ich den Kampf echt noch nicht so oft gemacht. Keiner so... Was macht der da? Dinger. Okay, ich muss Abstand halten. Ich wollte durchgehen wie ein Isaac. Ah, Fledermäuse! Die wir nicht ausweichen können. Cool. Fliegen die dagegen oder fliegen die hier drüber? Drüber! Drüber! Ich bleib hier drin, okay? Ja, mach das mit. Das war vollkommen wert. Dreimal musst du draufhauen. Ich hab doch keine Ahnung mehr mit dem Bosskampf. Kann man überhaupt irgendwie. Kann man den Ding überhaupt ausweichen? Was machst du da? Aufhören, dich zu teleportieren? Das ist anscheinend nein. Das sollte, glaube ich, weggehen vom Rand. Im Lösung steht der Burner-Stab. Wäre eine ganz gute Idee für die Feuerscheiße. Und für die Fledermäuse. Was für ein Stab? Der dich unten macht, der blaue. Ja, gut, das wäre clever gewesen. Ja, nicht so viel Magie, weißt du? Ganz schön tapfer, Junge, aber gegen meine Kampftechnik bist du am Ende machtlos. Was ist? Teleportier sie einfach nur. Wie das könnte, wirst du mich auch nicht treffen. Cool. 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 Och komm, ernsthaft. Mystik. Überall. Okay. Wenn der schießen würde und nicht Schaden nehmen, Link. Oh mein Gott.
Weiß nicht, ob das jetzt schon geht. Was? In der Phase ihn dann zu verprügeln und. Och! Was? Link! Wo fällst du jetzt hin? Was? Was? Bin ich? Keine Ahnung. Bin ich hier mal runtergefallen? Ach so, kommt man da hin. Warum sollte man überhaupt runter... Wieso nicht, das fragt er mich. Wisst ihr was, wir sehen uns gleich beginnen wieder. Hast du uns selbst wieder vorgesetzt? Nein, aber gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder auf den Kampf. Voll geheilt. Ich hab die Magie vergessen. Oh nein, wir haben die Magie vergessen. Krüger, wer hätte schon gedacht, das ist so viel Ärger und... Was meinst du? Ich war doch nur kurz weg. Ich bin nicht mal gestorben, ich war nur kurz weg. Was labert der? Du bist nicht gestorben, ne? Nein. Ich bin runtergefallen. War nur kurz weg, Moment. Übrigens, theoretisch brauchst du nicht das dritte oder vierte Schwert, also theoretisch hättest du ihn auch mit dem normalen Master Sword bekämpfen. Ja, yeah, genau. Ach, der feine Herr möchte das denn so nicht. Das war's vollkommen wert. Sollten wir so ein bisschen aufheben. Ich muss halt ein blaues Elixier nehmen. Jo. Ne, ist mir jetzt nämlich ich wirklich Herzen brauch. Ne, irgendwann brauchst du aber Elixier. Mana für die. Für? Lustigen Fackeln. Guter Punkt. Kann ich jetzt ein bisschen risky spielen. Ich bin nicht fast über ein risky spielen, nicht runterfällst. Oh, was fängt die Scheiße wieder an? Er hat getroffen, hast gehört? Ganz schön Dampfer! Ah, die Klappe. Niemand mag dich. Oh, ich brauch Fackeln. Nein, ich brauch Fackeln. Spiel. Du hast die zweite auch noch. Brauch ich gar nicht. Muss man sich beide anmachen, dann wieder. Ja. Oh mein Gott, wirklich? Ich glaube ja. Ich sollte einen Schluck nehmen. Wie ging das nochmal? Ach ja. Ich kann es nicht aus dem Inventar aktivieren, oder? Nein. Das ist ja zu einfach. Komm nicht rüber. Link! Kannst du ihn einfach so abschießen? Bin mir sicher. Kann ich? Weiß es nicht. Wir sind die Fackeln, ist übrigens ein Riesenspacksinn. Wie ist das? Was? 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 Okay, nee, kannst du schon mal nicht. Nein, gar nicht. Ich war mir nicht mehr sicher. Vor allem die Fackeln halten halt null. Null. Da sind sie wieder aus. Also ich habe das Speedrun gesehen, die haben das mit einer Fackelphase geschafft. Fackel hat wenigstens eine Minute erhalten. Ein Jahr nur. Wenigstens eine halbe. Schieß doch! Du blöder Link! Ja, der Boss aus dem Weitling war mir viel lieber. Der schießt wenigstens, wenn er Schaden nimmt, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Wie soll man das denn machen?
glaube, du brauchst es nur dreimal machen. Ich glaube, ich bin mir natürlich nicht sicher. Oh Gott. Ich habe übrigens den Feuerstab genommen. Das spielt doch keine Rolle. Nee, das war dumm. Ja, schieß halt nicht. Denn mit dem Feuerstab brauchst du nicht zu den Fackeln hinlaufen. Das ist ein Punkt. Aber er braucht auch mehr Magie, oder nicht? Ja. Ja, reicht natürlich nicht, weil er 5 Sekunden da steht. Ich wollte gerade sagen, du wolltest ja eh gleich ein neues Blaues nehmen. Also hast du sowieso genug Elixier. Ja, ich habe allgemein genug. Nick. Och mein, das ist dumme... Er schießt auch immer dahin, wo du stehst, damit es ja nicht funktioniert. Das ist richtig. Es ist gar nicht nervig. Wieso hat er nicht getroffen? Meinst du wohl das eine als auch das andere? Alles zum Beispiel. Die 3 Treffer, die ich gerade gemacht habe. Klapp, klapp. So. Ah, 3 Anläufe hat's gebraucht. Bullshit! Ich hab den als Kind übrigens nie gesehen. Was? Ich hab den als Kind übrigens nie gesehen. Was hast du nicht gesehen? Den Kampf, Ganon. Warum? Weil ich irgendwo in meinem ersten Schattenwelt-Dungeon festgegangen bin und nicht weiterkam. Also. Und dann habe ich irgendwann mal als Heranwachsender. Können wir das Spiel durchspielen können? Über den Punkt reden, dass es mit dem Runterfallen unglaublich cheap ist. Ich weiß nicht, wovon. Hey, der mach doch den Kampf von neu, weil du aus Versehen getroffen wurdest. Komm, ist der Kampf nicht schwer genug, dass du Schaden nimmst? Wozu? Ich weiß ja nicht. Ich würde behaupten, der Kampf ist nicht schwer genug. Das ist einfach kein gutes Design. Leg dich irgendwo vernünftig hin und nicht mir auf den Nerv gehen. Du bist jetzt schon hin. Bist du? Ja, Katzen, Leute, Katzen. Katzen? Ja. Ja, ich würde auch sagen, nein. Ja. Echt? Was? Was? Nichts? Was? was wollte ich machen? Fackeln wechseln. Fackeln, genau. Gleich kommt Fackeln. Gleich kommt, Phase, die dumm ist. Warte, ich wollte die Fackeln. Wieso sagst du Fackel? Nee, kann das man? Eine ist eine Laterne und das andere. Das eine ist eine Lampe und das andere ist, Kann man die eigentlich neu starten, wenn man nochmal drauf schießt? Nein, natürlich kann man nicht. Er ist sinnvoll. Fucking God. Klapp, klapp. Ein Moment. Oh Mann, das ging ja schnell. Ich bin plötzlich zufällig an der gleichen Stelle wie vorher. Nicht ganz. Die fucking geht jetzt aus. Yes. Das steht doch genau davor. Das ist das Problem. Oh, Hitbox trifft. Großartig. Wie aus? Wird der gestunt, wenn ich eine Fackel anmache? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, trifft halt nicht.
Ist gut. Naja, ob das gut ist, weiß ich nicht, aber... Wie gesagt, ich glaube, du brauchst nur 3 Mal schaffen. Ja, werden wir sehen. Oder 5 Mal. Das ist unfair! Habt ihr den gesehen, wer mich wegteleportiert hat? Wo er gestunt war? Jetzt ist auch 5. Nur 5. Nur 5. Sie ist positiv, dann warst du eben nicht ganz so nah dran, wie ihr erwartet. Das ist doch lächerlich, diese Zeit. Ja, finde ich auch. Könnte ruhig ein Ticken schneller sein. Ja, ich meine die Fackeln. Ja, schießt nicht. Okay, Link. Weißt du was? Ich hab eine Taktik gefunden. Er hat eine Taktik gefunden. Ich meine, das hätte klar sein müssen. Oh, gleich werde ich getroffen. Aua. Oh mein fucking... Oh, wow. Moment. So, Leute, ich... Das ist der falsche Blut. Wo ist der Ganon? Ich find's auch schön, wie man einfach Rückstoß bekommt, wenn man Ganon schlägt. Das ist das sogenannte Trefferfeedback. Ja, das existiert. Wenn ich Leute mit dem Schwert hau, fliege ich nicht einen Meter zurück. Fliege ich keine 5 Meter zurück. Ja, dann hast du wohl im echten Leben kein Trefferfeedback. Das ist so ein dummer Kampf. Ach, warte, ich hatte ja eine Taktik. Pass auf, zeige ich meine Taktik. Die gefällt mir nicht. Ja, gut. Gut, nächster Versuch. Das Gefühl links, Link, Wirti ist richtig angepisst. Nein, mir geht's gut. Gut. Bleib halt! Ich meine, das wäre ja auch lächerlich, wenn du deswegen angepisst wärst. Habe ich jetzt getroffen oder nicht? Ich würde sagen. Was hältst du eigentlich davon, wenn wir dann mal danach Zeldas Adventure spielen? Meine nur. Kannst du es gern spielen? Auf keinen Fall. Ich weiß, es sieht nicht so aus, aber ich habe noch einen halbwegs hohen geistigen. Ich sag jetzt, man kann es ja mittlerweile nicht spielen. Nein, dazu gibt es kein Wasser. Hey, welches Spiel meinst du? Wo ist er hin? Was soll denn das? Zelda's Adventure für CDI. Das ist jetzt. Das, was Morgi und Co. nicht gespielt haben. Sondern? Ja, die haben ja den Stab von Gamalon und die Fratze des Bösen gespielt. Ist das Adventure? Das ist noch ein drittes.
Ach, das, was die beide nicht, die nicht spielen wollten. Ja. Sieht absolut schrecklich aus. So, ich meine Taktik gesehen. Die war gut. Der Kampf war nicht gut. Nicht wirklich drauf glaubst du. Ich habe gewartet, bis er unten meine Fackel ist, dann habe ich die Fackel angemacht, weil er gestaggert wird, wenn ich die Fackel anmache. Oh. Ja, ich bin clever, ich weiß. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich kann nicht ins Inventar, ich wollte die Fackel anmachen. Tommy? Ja. Hast du gemerkt, wie ruhig ich dran wurde? Stolz auf mich. Ja, ich auch. Dann können wir jetzt als nächstes The Legend of Zelda and the Ancient Stone Tablets spielen. Kannst du gern spielen, wie gesagt. Ich guck zu. Das ist tatsächlich das gleiche Spiel wie das da. Nur irgendwie komplett anders. Ich hab auch nicht so ganz. Das ist ein Remake? Nein. Fanmade? Das ist. Nee, das ist. Ich glaube, das ist direkt wirklich von Nintendo. Das ist für das BSX-System. Klar kennt man. Aber was ist das BSX-System? Das BSX-System ist das Broadcast Satellite System. Für den Nintendo, Super Nintendo damals. Das kam in. Ich glaube, es kam nur in Japan raus. Und das war quasi Spiele übers Internet. Das klingt dumm. Nur, dass es nicht übers Internet ist, sondern über einen Satelliten. Das klingt dumm. Ja, ich glaube, das war's auch. Aber man kann Ancient Stone Tablets tatsächlich spielen, weil es das inzwischen als Hack gibt. Ja, okay. Nie gehört. Insgesamt 3 Zelda-Titel dafür. Gut. Lies vor. Sei willkommen, Zotro. Ich bin das Wesen des Triforce, die goldene Macht. Sprechen die schwebenden Dreiecke zu mir? Nein, nur das in der Mitte. Okay. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Auch das gilt nur für das in der Mitte. Tatsächlich basieren die drei Teile da ja auf die Götter. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Also was genau bedeutet rein an dem Punkt? Das ist immer so wichtig zu wissen. Unbefleckt wird hier unbefleckt. Irgendwie fern. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Eigentlich werden alle Wünsche wahr. Und jemand, der böse ist, der wünscht sich halt böse. Und jemand, der Gutes, wünscht sich halt Gutes. Also, egal. Ja. Je mächtiger der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung des Wunsches. Durch das Triforce. Ich glaube, die Mitte hat einfach gar keine Ahnung von dem, was sie spricht. Ganon wollte die Welt erobern. So wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Ihr könnte Ganon seine Macht vergrößern. Entschuldigung. Der hat schon gemacht. Könnte auch deine Werbung stehen. Mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Nein, im Ernst. Wenn du deine Werbung hier stehen haben möchtest, wir sind käuflich. Wir sind käuflich. Auch ein Triforce muss sich ernähren. Von? Doch du hast Ganon besiegt. Seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwunden. Das geht dich gar nichts an, ob wir uns von Licht ernähren oder von Sonnenlicht. Oder von Wasser. Ich habe übrigens nie verstanden, was dieses Licht. Ich habe übrigens nie verstanden, was diese Bösewichte, die ich will die Welt erschafft. Ja, aber was hast du davon, wenn du die hast? Bist du da? Ich will die Welt erschaffen. Kannst über die Welt regieren. Super stressiger Job. Und zum anderen, ja toll, dann hast du es und dann kannst du Dinge tun, kannst du alles, was du willst. Cool, was machst du dann? Im Ernst? Naja, ich meine, in unserer Welt macht das dann vielleicht noch halbwegs Sinn.
Also ich würde die Welt nicht regieren wollen. Ja, das klingt wirklich einen super stressigen Job. Und selbst da, komm schon, du bist geändert und bringst die Finsternis herein, alles ist scheiße und du sitzt dann am Thron und denkst, yeah, yeah, es ist meine Welt, die scheiße läuft, es ist meine Welt. Hä, und was dann? Kriegst gratis Fleisch, cool. Dann hast du es allen bewiesen, auch deiner Mutter, die immer gesagt hat, aus dir wird nichts. Ja, die ist ja dann tot. Richtig, richtig. Ja, wie alle anderen, bis auf die Monster, die dann unter Ganon stehen. Ich hab das nie verstanden, was die Leute mit sowas wollen. Ich glaube, du könntest dich locker flockig mit dem linken Triforce zusammentun. Das ist auch so ein Spielverderber. Aber ich bin auch nicht größenwahnsinnig. Das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen Verrücktheit dabei. Eventuell sind die einfach nicht normal. Das Triforce ist bereit für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Yeah. Gib mir. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Gib mir! Sag mal, wenn du jetzt den Wunsch hast, ich hätte gerne... Ich will Elefant und an seinem Bein. Also, um wieder ernst zu bleiben. Wenn du dein sehnlichster Wunsch jetzt eine Freundin wäre, erschafft das Ding jetzt einen Mensch? Keine Ahnung. Also er schafft das Drivers dann ein Mädchen, das einfach nur da ist, damit sie nicht verknallt ist in dich. Das ist irgendwie auch nicht so cool. Oder er schafft es irgendeinen Fluch für irgendein Mädchen, was einfach oder das dazu gezwungen wurde, dich oder zu lieben. Oder macht das Drivers dann, hey, hier, da ist übrigens die eine für dich, da musst du hin, hier ein Zufall. Oder eventuell sowas. Würde mich echt interessieren. Das wäre ja okay, aber... Das wäre okay. Aber das andere alles irgendwie, ich weiß ja nicht, ob ich eine Freundin will, die einfach nur erschaffen wurde, um für mich perfekt zu sein. Ich weiß ja nicht, wäre seltsam. Guck mal, das ist der Typ mit Schatzkisten. Er knackt immer noch Kisten. Weiß ich, die vier sind gefährlich. Der Ball und sein Freund. Wo ist er denn? Oh, da sind sie. Ist die echt aus wie ein Ball? Und wie sein Freund. Ja. Yeah. Oh mein, der ist gar nicht tot. Nee, irgendwie ist es die Lorde erst nur krank geworden auf dem Weg. Ah, krank ist er geworden. Klar, war ein langer Weg. Link, es tut mir leid, ich hab Grippe. Mach du weiter. Der Typ sieht so dumm aus. Hast du gesehen, es hat geregnet. Sag dir, Link, das war eine stürmische Nacht. Das ist wahr. Die Hexe und der Schüler im Magie-Shop. Und der Schüler wubbelt irgendwie weiterhin vor sich hin. Der Schüler sieht aus wie Six. Oh mein Gott, da kommt die Inspiration zu Six her. Die haben wir nie gesehen. Das ist richtig. Aber irgendwann war der Baum da hol und dann... Ich weiß gar nicht warum, wir sind nicht hingegangen, oder? Wir sind einfach nicht hingegangen. Der Typ... Der Junge spielt Flöte. Ist er nicht tot? Und der Opa hört zu. Nee, war der Opa. Der Opa war in der in dieser Taverne und hat dir gesagt, ja, früher hat mein Junge immer gerne im Wald Flöte gespielt. Ja, der Höhlenopa. Ne, der Höhlenopa kommt gleich. Oh, das ist die schöne Fee. Wo ist die fette Fee? Die wackeren Schmiede. Duff, duff, duff. Ich mag übrigens ihr Design, es ist großartig. Ja. Zwei Zwerge mit diesem Hammer. Die Dorfbewohner, Kakari. Und die beiden Hühner. Yeah, die von Luxus. Die Kakariko natürlich komplett als... Hey, ja. Der ist nicht mehr krank. Haben wir ihm sein Netz wiedergegeben? Nein. Aber er hat doch eins. Ja, der hat sich neues gedruckt. Der verirrt, der alte Mann. Da fehlt ein W-Dommy. Hä? Der verirrte Walter Mann? Was soll denn Walter heißen? Ist sein Name Walter. Achso. Der Dieb in den Wäldern. Der Dieb in den Wäldern. Komplett vergessen. Ah ja, da war ein Dieb in den Wäldern, der uns gediebt hat. Wichtiger Charakter. Ja, und dann hast du etwas ganz Böses getan. Für immer. Warum ist es nicht mal gelb? Rot? Welche? Gold? Du hast alles abgemacht, was du da gemacht hast. Abgeschabt.
Das Masterschwert, ja. Es ruht wieder. Für immer. Für immer. Also doch. Bis dann irgendwann das nächste Mal kommt. Ja, bis dann wieder das ganze Zirkel von neuem beginnt. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Dann wieder. Und dann wieder. Dann wieder. Und 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 dann wieder. Oh, warte, mein Handy klingelt gerade. Habe ich nicht gehört. Und dann wieder. Und dann wieder. Da ist der gute alte Miyamoto. Ist er nicht tot? War das der? Miyamoto ist doch nicht tot. Welcher war tot? War Stiegel? Miyamoto tot. Ist mir einer von, ja. Einer von den Nintendo-Typen ist tot. Miyamoto. Warte, welcher ist der richtige Miyamoto? Shigeru. Shigeru, ne? Genau. Nein, Shigeru lebt noch. Okay, ja, irgendeiner ist so gestorben. Der andere dann. Ja, Leute, das war übrigens das Let's Play von Zelda. War Iwata gestorben? Iwata war verstorben. Ja, der Typ. Aber der war ja auch nur an schlechten Spielen beteiligt. War das nicht der Typ, der sich immer eingemischt hat und Sachen nicht verändern wollte? Kann sein, dass es der Typ war, ja. Entweder er oder Miyamoto. Für Miyamoto ist ja auch nicht mehr der Chef, gell? Oder so Miyamoto ist... Weiß ich nicht, wer der Chef ist. Aber Miyamoto ist so ein, war der Typ, der immer irgendwelche Sachen auf dem letzten Drücker noch ins Spiel bringen wollte. Oh, aber einer von den beiden. Kennst du die Geschichte von Super Mario Galaxy? Dann war es Iwata. Ja, kann es sein. Ja, dann war es er. Die wollten, Iwata war vollkommen dagegen, in dieses Spiel eine Story reinzubringen. Und die Leute wollten unbedingt eine Story machen, aber er meinte ja, nö. Und der Typ, der dann, jemand hat eine Story um Rosalina geschrieben. Kennst du die? Die kriegt man so nebenbei mit der. Die hat eine richtige Story bekommen. Und der Typ, der die gemacht hat, hat die durch Mühe und Not, durch Iwata, irgendwie das Spiel bekommen. Er wollte halt überhaupt keine Story in dem Spiel haben. Was ist für ein Vollidiot? Tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte ein Spiel und dann keine Story. Komm schon. Wenn die Leute schon Bock haben und Ideen haben, warum nicht reinbringen? Was ist. Hä? Es ist besser, dass der Typ nichts mehr zu sagen hat bei dir sowas. Übrigens, Angelika, toll gemacht. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber hast du toll gemacht. Also, ich finde das ein bisschen unverschämt, dass du Shigeki nicht erwähnst. Ja, und Kakui. Kakui? Spielverlauf. Ort. Spiel. Hyrule. Was ist das? Spiel? Ein Spiel im Ausbalastzimmer. Nein, im Bergturm. Was für Spiele? Level 1, Schattenwelt. Kann sein, dass es dann Tode sind. Tode? Könnte sein, bin mir sicher. Sehen wir gleich. Gerne. Nein, ich bin gerne. Ich bin gerne nie gestorben. Fällt mir gerade auf. Aber in Ganon Zorn bist du bestimmt gestorben, oder? Wobei, ne, es könnte mal Tode sein. Ja, es ist Versuche insgesamt. Achtmal Tode ist bei okay. Du bist öfter gestorben. Na, bin ich nicht. Bin ich nicht. Ende. Ende gut, alles gut. Sagt man doch so schön. Gut. Ja, das war das Spiel. Ein, zwei Secrets nicht gesehen, aber ist okay für mich. Guckt ein ordentliches Let's Play, wenn ihr euch das interessieren würde. Komm ich irgendwie ins Hauptmenü? Nein? Okay, dann bleiben wir hier. Nein. Jo, das war das Spiel und... Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo und grüßt Miyamoto von uns und ja. Welcher ist jetzt tot? Iwata ist tot. Iwata ist tot. Okay. Den könnt ihr nicht mehr grüßen. Aber wenn ihr ihn seht, dann natürlich doch. Also. Dann grüßt ihn.
War jetzt auch kein Iwate-Hate, aber er hat nicht viel gut. Er hat am Ende nicht mehr viel Gutes für Nintendo getan, glaube ich. Ich glaube, am Anfang war er sehr viel für Nintendo wert, aber später war es dann halt. Ich glaube, er war sehr festgefahren in seinen so Dingen. Aber das sind viele tatsächlich. Ja, in der Branche. Cool. Yeah, wie gesagt, das war Let's Play. Wir sehen uns im nächsten Part. Nicht vor dem Spiel. Im nächsten Let's Play? Ja, ich habe noch keine Ahnung was. Und bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.